Genau. Wir haben uns nochmal daran erinnert, dass man ja die allgemeinen Gleichungen als f von x ist mx plus n gezeichnet hat, ein Steigungsdreieck dann entsprechend herausgefunden hat. Dazu gibt es noch ein extra Video. Die Praxis sagt aber, dass Messwerte durchaus, dass Praxiswerte durchaus nicht immer 1 im Abstand sind oder 10 oder irgendwelche glatten Werte, sondern es können durchaus mal andere Werte auftreten. Hier hatten wir zum Beispiel 0,8 Sekunden und einen Zugewinn an Strecke von 5 Metern. Wenn man das Ganze mal zum Beispiel mit einem Wolf und einem Hasen vergleicht und sagt, wir werden mal eine Funktionsgleichung aufstellen. Hier müssen wir das trennen. Wenn ich dieses Steigungsdreieck bilde als 5 Meter pro 0,8 Sekunden, kann ich das auch 5 Meter durch 0,8 Sekunden sind 6,25 Meter pro Sekunde mal t ausdrücken. Das Ganze jetzt auf Wolf und Hasen gemünzt bedeutet das, dass wir entsprechend sagen, wenn ein Wolf 18 Meter in 0,9 Sekunden bzw. ein Hase 30 Meter in 2 Sekunden zurücklegt und der Hase aber einen Vorsprung von 15 Meter hat, dann kann ich anhand, und hier haben wir gekürzt, hier in diesem Teil, hier haben wir gekürzt, hier haben wir gesagt, dann rennt der Hase ja 15 Meter in einer Sekunde, dann kann ich entsprechend meine Funktionsgleichung aufstellen, denn hier habe ich ja die Steigungsdreiecke in Blau und Grün, sodass meine Funktionsgleichungen lauten, wie hier beschrieben. Jetzt macht man am besten zu Hause eine Pause und guckt sich die Funktionsgleichung nochmal an und guckt sich an, wo kommen die her und warum sind die Skizzen so eingezeichnet. Die Frage ist, wann hat der Wolf den Hasen eingeholt? Das ist hier irgendwo skizzenmäßig im Nirvana, hier oben. Um das auszurechnen, kann man aber davon ausgehen, dass ich an einem gemeinsamen Schnittpunkt gleiche sozusagen x- und y-Werte habe, beziehungsweise t- und s-Werte. Daraus folgend kann man durch Gleichsetzen und dann Handwerkszeug ausrechnen, dass es nach 3 Sekunden sein muss. Andere Aufgabe, es fahren sich zwei entgegen, vorsichtig, dann hat der eine ein negatives Vorzeichen an seinem Steigungsdreieck, dementsprechend geht der Graph auch abwärts. Und hier beim Treffpunkt lässt sich dann wieder leicht ausrechnen, umgewandelt 5 Achtzehntel Stunden sind 16 Minuten 40 Sekunden, Pause drücken, nachvollziehen. Und Hausaufgabe ist folgende, und darüber schreiben wir dann den Test morgen. An Punkt A und Punkt B, die sind beide 3,6 Kilometer voneinander entfernt, fährt Fahrradfahrer A mit VA gleich 18 Kilometer pro Stunde und Fahrradfahrer B mit 30 Kilometer pro Stunde aufeinander zu. Wann treffen die beiden aufeinander? Anfang ist immer, am Anfang steht die Skizze, dann die Funktionen aufstellen, also S von T und so weiter ist gleich. Und zu errechnen sind die Treffpunkte erstmal aus der Skizze zu entnehmen, abschätzen, damit man weiß, ob man richtig liegt und wie weit sind die beiden gefahren. So, ich wünsche schönen Feierabend und bis morgen.